Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play World of Tanks. Wieder im Solo-Modus. Und ihr seht schon, M4, schon 17.000 Erfahrung von 30.000 oder so 32.000. Das ist doch schon absolut. Und ich habe auch beim BDR und beim M4 die Panzerass-Medaille gekriegt. Also, das sind wirklich geile Panzer. Und BDR-Niederlage. Das war jetzt sehr gut. Ja, war vorhin vor der Aufnahme. Und wir fahren gleich mal mit dem M4 als erstes. Gucken wir mal, was wir damit so reißen können. Live Oaks. Mal gucken. Diesmal keine Flasche mehr zu trinken. Diesmal eine Dose. Mit Energy Drink. Mit einem bekannten Energy Drink. Dessen Name mit einem großen M anfängt. Wir machen hier kein Product Placement. Das ist wirklich gut. So, gucken wir mal, was wir hier so reißen können. M4, ja, 5 Gruppe. Können wir schon mal gucken, was man in der Stadt so. Ob man in der Stadt erfolgreich sein können. Budenschäden. Legen wir los. Na, dann legen wir mal los. Gucken wir mal. Schön fahren. Fahren natürlich in die Stadt. Oder außer natürlich, jetzt fahren die ganzen Heavys hier rüber. Dann würde ich nach unten hin drüber fahren. Bis jetzt sieht es gut aus. Immer der Heavy, der fährt auch in die Stadt. Ja. Oh, fast mit dem T14 zusammengeprallt. Weil der M4 ist wirklich geil. Wenn die nächsten Panzer auch noch so geil sind, da. Das ist bis jetzt meine Lieblings. Ah ja, ein Panzer. Ich habe halt gehört, dass mit dem Update 8.5 auch neue Panzer der Deutschen und Russen einfügen wollen, wie zum Beispiel Leopard 1. Das könnte ja cool werden. Weil ich hier gerade einen Leopard sehe. Ob es natürlich stimmt, kann man immer erst sagen, wenn das Update erschienen ist. Solange werden wir vielleicht darauf hoffen. Aber das Problem bei World of Tanks ist ja immer, dass die deutschen Panzer meistens abgeschwächt werden und die russischen, bei denen nichts getan wird, weil das Spiel ja von russischen Entwicklern kommt. Und da. KV, 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 KV1. Scheiß Lied gerade. Gerade gehört, deshalb noch in den Ohren. Guck mal, wo der Panzer 4 will, dahin. Aha, da fährt er hinten durch. Da hat er schön eine gekriegt von mir. Und zerstört. Sehr schön, der M4. Das ist einer meiner Lieblingspanzer bis jetzt. Mit dem komme ich am besten zurecht. Bestens zurecht. Und ich habe den aber auch getroffen. Wenn es ein kleines bisschen geleckt hat, vorweg. Zieh dich mit seiner kleinen Scheißkanone. Sicherlich Goldmuni. Damit macht er auch größere Tanks fertig. Gucken wir mal. Unser Lieblings-Churchill. Churchill ist da. Der hat leider daneben geschossen. Ich habe auch. Was? Wie schnell hat der geschossen, bitte? Kein Schaden. Das ist aber nicht schön. Hat der T14 ein bisschen Pech gehabt, dass ich jetzt auch mit dir stehe? Der hat gesessen. Wo stehe ich noch? ELC AMX. Auch erwischt. Sehr schön, sehr schön. Oh shit. Leider vorbeigeschossen. Ach, Kette zerstört, aber das lasse ich nicht auf mir sitzen. Was macht denn der Churchill da? Er wartet sicherlich auf mich, oder? Ach Mist. Den habe ich geholt.
leider leicht daneben geschossen. Das ist natürlich jetzt schlecht. Ah, da könnte ich nichts mehr machen. Das könnte ich nicht mehr rumreißen. Zwei KVs, die direkt gleichzeitig geschossen haben. Aber mein Team hat sich auch wieder sehr blöd angestellt. Aber trotzdem meine beiden Abschüsse gemacht. Was ist das? Ein AT oder so? Ja, AT2. AT2 hält sehr viel aus und... Kommandant ausgefallen. Pech gehabt. Oder gucken wir mal. Ich spiele mal als nächstes eine Runde mit dem BDR, mit unserem geliebten BDR mit der 90mm dicken Kanone. Und jetzt die Fischerbucht. Ach, wieder 6er Gefecht. Was soll man da schon machen? Kann man immer mit 5ern und 6ern kann. Obwohl ich mit dem BDA schon sehr viel Glück hatte heute. Viele 5er Gefechte. Den werden wir bald haben. Ich weiß gar nicht, ob der Langkanone gut ist. Den Panzer noch gar nicht so. Also werde ich ja selber merken, wenn ich den dann habe. Lass mir auf jeden Fall holen. Finde ich auch ziemlich geil im BDA. Also, da kann ich sagen, wer will, da hält es man nicht viel aus. Da hat er nicht viel so Lebenspunkte. So mäßig oder so Lebenspunkte, nee. Aber mit seiner Kanone macht er wenigstens ordentlich Schaden. Bewegung! Heute hat er auch schon einen Krieger, eine Kriegermedaille damit geholt. Zielt denn der hin? Will dann Vögel abschießen oder was? Da hinten ist mein. Der Panzer, den ich bald habe nach dem BDR. Seine Riesenkanone. Was? Ich verstehe gar nicht, was du sagst. Ja, besser ist es, wenn ich nicht verstehe. Ach ja, ich weiß schon. Ich kenne dich doch. Guck mal hier vorne. Schatten habe ich die Detailstufe schön auf niedrig gestellt. Und trotzdem sehen die Schatten noch relativ gut aus. Du kannst dich manches Spiel noch eine Scheibe abschneiden. Aber frisst halt weniger Leistung, was halt gut ist. Ich will ja flüssige Let's Plays zeigen. Und hier nicht. Extremes Abruckeln. So, gucken wir mal. Gucken wir mal, ob wir gleich abgeschossen haben. Also drin. Kätzchen. Das Höllenkätzchen. Guck mal, steht doch hinter dem Berg. Ich verstecke mich hier unauffällig in diesem Ast. Dann heißt es abwarten. Abwarten. Oh, der A20 hat uns aufgeklärt. Aber zum Glück keine Arti. Das ist wirklich schön. Da kann ich auch locker hier stehen bleiben. Ah, der hat vom Kätzchen einen abgekriegt. Ja, das Kätzchen. Das Kätzchen. Ich meine, sind BDA sehr unauffällig. Da war mal kurz einer aufgeblinkt, aber der ist gleich wieder verschwunden irgendwie. Oder habe ich mich da verguckt? 450. Treffe ich den? Ne, da steht er noch im Haus oder so. VK 3001P. So, hier kann ich leider nicht getroffen werden. Das tut mir aber leid. Also, tut mir eigentlich gar nicht, aber ich sag's einfach. Daneben, Junge. Hallo, ist der nächste sitzt. Und du sagst 20, komm mal raus. Ach, Feigling. Trau dich doch. Ach, Mist. Krieg den Ast hier geschossen. Voll Treffer. Dass wir ja noch so treffen können.
AT2, da kommen wir doch wieder von vorne nicht durch. Mal den Panzer 4. Den erwischen einfach so knapp daneben vorbei. Ha! Voll durch ihre Panzer. Sehr schön. Ja, da zeigst du wieder deine Leistungsfähigkeit. Was du so drauf hast. Schön. Der AT2. Tja, leider ans Wrack geschossen. Es tut mir aber leid. Ich bin ja nicht bescheuert. Das einzige Manko ist an dem Panzer, dass er so riesig ist. Scheiß Hellcat. Mama. Leider zeigt mir nicht der Panzer, ob ich drauf bin oder nicht, ob ich den sehen kann oder nicht, weil meine Kanone auf den scheiß Frack anvisiert und deshalb kann ich jetzt gar nicht so richtig gucken. Ja, natürlich. So, AT2 sehe ich natürlich auch nicht. Stecken sich alle hinter diesen verschissenen Bergen. Natürlich abgeprallt, was sonst? Wie immer beim AT2, jeder Schuss kommt laut nach. Der ging nicht durch. Wieder abgeprallt. Wie ist doch? Jeder Schuss prallt aber an dem scheiß Panzer. Aber jetzt so seitlich, das könnte schon reinhämmern. Wart nach. Ach, scheiße. Das muss wehtun. Ja, los, das muss wehtun. Das tut weh. Ja, schade, daneben geschossen. Unsere Kanone wurde getroffen. Was auch sonst. Ach, scheiß Kanone wieder reparieren, ja. Na los, lad noch. Scheiß. Panzerung nicht durchschlagen. Getroffen, aber leider Panzerung nicht durchschlagen. Ach, der A20 oder wie der heißt, der macht mich sowieso nicht fertig. Schade. So, der A20 hat niemand mehr am Heck. Den haben wir fertig gemacht. Schön abgefarmt. Ja, schön halb tot gemacht. Schön. Und der letzte Kollege, der noch da ist. Tja, in der Ruhe liegt die Kraft. Wer ruhig ist, der gewinnt meistens. Einfach bloß die anderen machen lassen, dann hast du meistens schon so gut wie gewonnen. Dicker Max, 5 Abschüsse. Ja, habe ich jetzt nicht so viel gemacht, aber immerhin ist ja nicht mehr so viel. 14.000 habe ich schon. Das ist ja so gut wie geschafft. Und jetzt fahren wir mal eine Runde. Ich habe heute, glaube ich, bloß M4 und. Oh, wollen wir mal eine Runde IS fahren? Na los. IS! IS fahren! Noch ein Schluck von meinem Energy Drink. Dim. Ich hab eine Uhr jetzt in-game. Und nebenbei guck ich noch auf deine Uhr mit. Nicht auf deine Ohren, auf deine Uhr. Lass es dir schmecken. Schön kalt. Jo. Wie das klingt. Warum? Die. Nee, Werbung machen wir jetzt nicht. Fahren wir den IS in die Stadt. Erstmal gucken, wo die anderen sind. Der fährt rüber. So, die fahren rüber. Der fährt rüber, Tiger fährt rüber.
Wir fahren jetzt in die Stadt. TN20 macht sich noch auf den Weg. Ja, ich fahre mal mit rüber. Mit an die Brücke. An die Brücke von Arnheim. Du bist wirklich sehr lustig. So. Komm, fahren wir mal darüber einfach und dann gucken wir mal, was wir erreichen können. Hier ist es eigentlich gar nicht so langsam, aber der T29 vorne zieht ganz schön ab. Wird der so schnell sein? Kriegt gerade wie ein Krokodil durchs Wasser. Ready 16,66 Sekunden. An der Stadt sind schon mal ein paar Heavys. Das ist ja gut. Gucken wir mal, was wir noch so erreichen können. So, jetzt hier über den Hügel. Und hier drüben lang gefahren. Also für ein Free-to-Play-Game muss ich sagen, ist bei World of Tanks die Grafik schon extrem geil. Also da kann man nichts sagen. Dafür, dass du bei World of Tanks alles erreichen kannst, ohne 1 Euro auszugeben, das ist wirklich sehr gut. Aber ich glaube, irgendjemand hat mir mal gesagt, dass er gelesen hat. Das klingt jetzt so komisch. Aber er hat gelesen, dass, glaube ich, 80% aller Spieler sich irgendwann doch einen Premium-Tank kaufen. Das ist ja gut. Oder für einen Premium-Account ausgeben. Mist. Aber wenn du einen Premium-Tank kaufst, hast du ja trotzdem keine Vorteile im Spiel. Du kannst halt gut Credits mit den Dingern farmen. Die sind schon nicht schlecht. Die Euros werden ja, sollen ja auch belohnt werden, aber ich sage mal nicht, dass es jetzt die Überpanzer sind. Ah, der hat gesessen. Er hat jetzt keine 800 Schaden gemacht, nicht, dass euch wundert. Das war einfach bloß. Der hat gesessen. Das war einfach bloß multipliziert der Schaden von dem Schuss, den ich vorher gekriegt habe mit. Wo stell mich mal hier unten hin? Ah ne, es waren eigentlich genug rüber. Da kann ich eigentlich mit rüberfahren gleich. Hinten ist noch ein T25 AT, aber da ist jetzt platt. Da brennt nämlich gerade ab. Die Jungs in der Stadt leisten, glaube ich, auch gute Arbeit. Da ist ein Tiger. Oh, schaffe ich das über den Berg? Ah, kann man leider noch nicht anziehen. Der hat wiederum viel Schaden gemacht, aber ich denke mal, der T54, Mann, bin ich bescheuert oder was? Der T52 hat auch gerade drauf geschossen, deshalb, oder irgendjemand. Deshalb stand da so viel da. Mal gucken. Also hier hüben haben wir schon mal gute Arbeit geleistet. Ist mal wieder ein guter Tag heute zum Zocken. Am Wochenende ist es meistens schlimm, weil da die ganzen sonst welche Kiddies auch nachts noch spielen. Und da ist es meistens so, dass die wollen dann immer alles alleine reisen und so. Und deshalb lassen sie sich abfahren von ihren Gegnern. Oh, der war leider schlecht. Ich hätte treffen können, aber er war zu schlecht, mein Schuss. Hat sein T50-12 fertig gemacht. Schon mal anziehen lassen. Der sitzt 419, das ist doch ganz ordentlich. So. Keinen Abschluss gemacht, trotzdem eine gute Runde. Ey. Oh, die rücken durch die Stadt vor. Oh. Leider gegen die Mast gefahren. Wir sollten jetzt lieber schnell cappen. Gut, da sind 4 aufgedeckt. Okay, die 2 Typen von rüber. Wir wollen von hinten eingreifen. Unsere Artis machen ein paar Platz. Die ganzen gegnerischen Artis sind leider schon down. Also leider. Es ist eigentlich gut, dass sie down sind.
Und ich nehme hier mit ein, mit dem Kollegen. Okay, da fahren alle. Da fahren sie alle vor. Das werden sie aber nicht mehr schaffen. Weil wir hier über der Brücke schon, auf die über der Brückenseite schon so gut vorgerückt sind. Wäre auch schön, wenn endlich mal Frühling werden würde. Ja, heute war guter Sonnenschein bei uns. Trotzdem war es heute früh, wo wir um 9 fortgefahren sind. Da waren es minus 14 Grad. Ne, 14 waren es. Ne, ne, das war dort auf 14 gesunken. Da haben die Dieselautos schon wieder Probleme anzugehen. Leider. Jetzt habe ich den T29 noch eine drauf. Ne, mach ich nicht. Ich wollte es jetzt gerade tun, aber leider ist die Schlacht gerade vorbei. 1400. 19.000 für die andere Kanone noch. So, wollen wir mal Objekt spielen als letztes noch für heute? Objekt. Na los, gucken wir mal, was wir mit dem Objekt so reißen können. Und mit dem Objekt überhaupt irgendwas reißen können. Ach, ich hasse El Haluf. Die scheiß Karte. Ach, ich freue mich schon wieder drauf, wenn gleich die Heavy Tanks meine Position besetzen. Und dann nichts da drauf reißen. Ach, was noch eine beschissene Seite. Das steht auch noch ganz beschissen weit rechts. Let's go. Tarnung auf seiner Arti. Wüstentarren. Sieht echt cool aus. Dim, didim, dim, didim, dum, dadum. Auf geht's! Da war's mit dem Blackburn seine drauf. Ah, da klickt es noch nicht nachgeladen hat. Und los. Wir stellen jetzt mal hier ins Gebüsch. Stellen jetzt mal auf die rechte Seite. Oder wir zielen erstmal runter. Genau, das machen wir jetzt mal. Wir ziehen mal von hier aus runter. Wird sicherlich gleich irgendjemand runterfahren und dann werden wir ihn auf eine aufbraten. Da ist ein IS-3. Der fährt nicht runter. Lorraine ist ein bisschen dünner. Abgeschossen. Vor dem war die Runde schnell vorbei. War ja leider zu weit vorgefahren, ist der Vollidiot, muss ich da sagen. Wieso fährt er auf der Map so weit runter? Das ist... Da kann man sich doch bloß mit der flachen Hand einen Kopf klatschen. Und das mit dem IS-3. Fragt man sich, wie der das geschafft hat, den IS-3 überhaupt frei zu spielen. Ja, 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 der WZ-120. WZ-120 ist ein extrem geiler chinesischer Panzer. Schöner Medium. Kriegt jetzt aber gerade ordentlich auf die Fresse. Der Lorraine stand da nach oben, oder? Ob der noch dort steht? Wollen wir es mal ausprobieren? Dann lassen wir mal einen rüber. Sieht auch gut aus. Wenn er getroffen hat, hat er auf jeden Fall ordentlich eingehämmert. Da drüben kommt einer an Bergkrone, aber es ist leider immer noch nicht zu sehen. Ach. Typ 59 steht da unten ziemlich gut, aber leider auch nicht so. Ich glaube, ich habe immer noch nicht das Funkgerät hier eingebaut, das Groß. So blöd wie ich bin. Ich könnte ja eigentlich mal gleich einbauen nach der Runde. Ist sowieso die letzte für diese Aufnahme. Weil ich wieder weiß, wie lang die geht. Obwohl die Gegner sich bis jetzt bescheuert anstellen. Ob der Lorraine noch so dort stehen? Guck mal nochmal. Tja, ob die getroffen haben, werden wir nie erfahren. Leider sehe ich den hier drüben noch nicht, sonst könnte ich ihn in einer aufbraten. Ein bisschen weiter vorfahren, aber ich traue mich irgendwie nicht. Ein kleines Stück vielleicht noch.
Aber mehr nicht. Tiger P hat sogar einen fertig gemacht. Ah, da ist doch was. Shit. E75 steht auf dem Berg oben. So, der E75 steht mir doch schöner. Jetzt wird er sich gleich verziehen, aber so schnell kann er nicht wegfahren. Er hat gesessen. Sehr schön. Einer stand noch da. Und der ging voll durch ihre Panzerung. Sehr schön. Ich liege ja so komisch mit meiner Hauptschlagader auf dem Tisch. Auf der Tisch kann der auf. Heute mal ein bisschen eher Aufnahme. 21:09 ist es. Sehr schön. Läuft gut bis jetzt. Alle gut, alles Runden, die extrem gut gelaufen sind heute, muss man, kann man echt mal sagen. Ja. So, gucken wir mal, ob der Lorraine jetzt... Ach, wenn er noch ein kleines Mikrometerchen nach vorne fahren würde, könnte ich ihn schön abschießen. Aber ist leider... nicht mehr gescoutet. Patton. Werde ich auch schaffen, bis mit einem M4 bis dahin zu spielen. Die Zecke. So. Wir sind noch da. 4, 8, 9. 9, 9, 9, 9. Es sind nur noch 9 Panzer. Da. Mensch, wisst ihr, naja, ich war mit Sicherheit. Ich bin der Einzige, der hier noch ist. Na ne, da habe ich schon meinen Löwe-Kollegen. Typ 59 lebt aber noch, ja. Ah, ist glaube ich rübergefahren. Kann ich schon mal sehen, wenn ihr. Sei doch scheiße. Naja, ich wäre sowieso nicht aufgescoutet. Bin zu weit entfernt. Oh, die Artis. Patton hat unseren E75 fertig gemacht. Oh, da. Da ist doch was runtergefahren. Okay, er hat mich aufgestellt. Rückwärts. Rückwärts. Bin ich trotzdem noch gut, weil mich von drüben außer die Arti niemand holen kann. Er ist bestimmt der einen von der Arti gekriegt, der sich gewaschen hat. Nee, er ist wieder Black Prince. Da war er besser aufgescoutet. Oh, er bewegt sich. Ach, erwischt, aber leider keinen Schaden gemacht. E50 kriegt jetzt gleich einen von mir. Oh, da hab ich einen gekriegt. Aber keinen Schaden. Das ist gut. Bei dem kam wahrscheinlich jetzt auch Wirkungstreffer. Ja, der Löwe. Der hat aber nichts mehr zu lachen. Ach, wieder keinen Schaden gemacht. Gute Schüsse über den Berg drüber, aber leider keinen Schaden. Daneben. Daneben! Eine unserer Ketten ist zerstört. Getroffen. Wir sitzen fest. Eine unserer Ketten wurde getroffen. Brauche ich nicht reparieren, oder? Na, da war nur knapp getroffen. Fahrer verwundet, wir können nicht mehr so schnell fahren. Na, ja, jetzt reparieren wir mal die Ketten. Das sieht schlechter als die Hälfte. Ich hab's schon wieder schießen an die Arti. Schön weiter drauf zielen. Ich gleich noch einen von der Arti kriegen. Schön. Ah, versucht mich aufzuscouten. Trifft mich aber nicht. Sieht mich ja nicht so gut versteckt, wie ich an am Berg bin. Muss ich mich doch erstmal am Kopf kratzen. Did it. Treff ich den? Der ist abgeprallt. Der ist abgeprallt. Am Turm. Hat wahrscheinlich einen guten Turm. Gute Turmpanzerung kenne ich mich jetzt nicht so aus. Weiß ich nicht aus dem Kopf. Ich müsste hier doch relativ arty-safe stehen. Bis auf mein Heck. Oh, jetzt kann ich nicht so weit runterziehen. Ach. Scheiße, 50. Der Löwe hat sich wieder nach oben erzogen. Ich werde aber auch nicht mehr so schnell.
Die beiden Heavys, der Medium und der Heavy, die stehen noch da unten. E75 und T50. T50 natürlich. Ja, Michi, T50. Both there. Thanks for blocking it in. Ja, man. Chill mal. Ja, du hast verstanden. Ach, die scheiß Spammer wieder. Oh, E75 hat sich ja weiterhin versteckt. Wenn der Löwe den aufhittelt. Nicht schlecht. Ah, oh, die hat schon geschossen, trifft sie. Sieht nicht so aus. Did it? Did it? Okay, die haben ja den Löwe geholt. Da hinten gibt es leider keinen Aufgang, zum Glück. Das wäre schon längst darauf gefahren. So lange werde ich hier runterziehen und gucken, ob ich da noch was reißen kann. Blechhelm. So, oh, die Folge wird aber heute wieder eine extra lange. Schon 2 Minuten überzogen. Oh. Ja, da hinten sind noch irgendwo die Arzis. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wir haben sie nicht mal angekratzt, natürlich. Mal los. Gib's mir. Ja, natürlich. 400 Schaden, sicherlich. Aber nicht vom E50, sonst wär's hätt's da gestanden. Und da wär's von der Arti geholt. Da kann man nichts dagegen machen, da muss man sagen. Schöner Schuss von der Arti. Tiger P. Ja, los, hol die Hummel. Jawohl. Jetzt nur noch die S51. Ah, die Hummel hat auch eine gute Arbeit geleistet. Gucken wir mal, was der noch sieht. Will der S51 stehen? Gucken. Ah, da will wir einen nehmen alleine. Wie schön noch mal schaut, was die sieht, die S51 oder so. Oh, da kommt sie. Oh ne, der E50 ist zurückgefahren. Oh, das kann ja noch lang dauern, das Gefecht. Ach Gott. Vielleicht können unsere Artis jetzt mal ein bisschen Arbeit leisten. Abgeprallt. Bam. Da ist er down. Scheiße, knapp daneben. Es wird wahrscheinlich ein Unentschieden. M103. Schön. Er hat gesessen. Hab geprallt.
und von der Auto geholt. Jetzt haben sie bloß noch ihre S51 und ihren E50. E50 könnt ihr ja jetzt. Geholt werden. Na los. Es wird ein Unentschieden. Da könnt ihr Gift drauf nehmen. Wenn es noch ein Sieg wird, habt ihr aber echt Schwein gehabt. Abgeballt. Der E50 ist aber auch extrem, ey. Schuss im Heavy ballt einfach ab an dem. Und der fährt er. In der Geschwindigkeit kann er niemals getroffen werden von der Arti. Der rammelt einfach durch. Der hat gesessen. Obwohl, schön abgeprallt. Na los. Jawohl. Jetzt fahren sie bloß noch die S51. Wenn du das noch in einer Minute schafft, ja. Die S51 wird sich wohl verstecken. Irgendwo und will noch einen Unentschieden rauskitzeln. Denke ich mal. Noch 40 Sekunden Zeit, das ist sehr spannend, das Gefecht. Ob wir es noch gewinnen oder ob es ein Unentschieden ist. Es kann bis noch ein Sieg für uns oder ein Unentschieden werden. Aber das schafft er nicht, er fährt nicht so schnell einen Berg rauf. Also wird es wahrscheinlich ein Unentschieden. 20, 22, 19, 18. Seine Hochgeschwindigkeit. Nein. Ja, es ist bis noch einer da. Der hat sich mit Sicherheit versteckt. Und vorbei. Unentschieden. Wie ich schon gesagt habe, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.